So, endlich das nächste Video. Heute wollen wir uns mal angucken, nicht nur wie kriegen wir Seile zusammengefriemelt, sondern heute wollen wir uns mal angucken, wie kriegen wir zwei Gliedmaßen, in diesem Fall zwei Arme, zusammengebunden. Dazu brauchen wir natürlich ein Seil, dazu brauchen wir eine adrette junge Dame. Und jetzt machen wir als allererstes Folgendes. Wir nehmen die Mitte unseres laufenden Seils und legen dieses einmal hier herum. So. Das Ganze müssen wir nochmal rumlegen, und damit wir nicht endlos nachziehen müssen, ziehen wir gleich ein bisschen höher, ungefähr so bis Höhe des Schultergürtels oder des Nackens, ziehen es rum und haben jetzt hier zweimal um die Unterarme gelegt. So, jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man natürlich dieses Seil irgendwie miteinander befestigen kann. Jetzt gibt es Menschen, die machen so und nochmal so. Das Blöde ist nur, wenn ich jetzt hier ordentlich dran ziehe, ist hier zwar verbunden, das ist super, nur wenn ich hier ziehe, ziehe ich gleichzeitig hier zusammen. Das will ich ja nicht, weil sonst hat sich das mit der Blutzirkulation in den Armen ganz schnell erledigt. Also machen wir den mal ganz schnell wieder auf, weil so wollen wir nicht. Wir wollen es anders. Wir wollen es fixieren, aber wir wollen auch gleichzeitig gewährleistet wissen, dass die Seile sich auch bei Zug eben nicht mehr weiter zusammenziehen können. So, jetzt holen wir noch ein bisschen nach und jetzt legen wir das Ende des Seils einfach rüber, holen uns das einmal so durch, dann sieht das so aus. Und jetzt muss irgendwie ein Knoten rein und da kann man ganz wunderbar einfach dieses Ende einmal rumdrehen, holt sich das Seil da durch, zieht ein bisschen fest und macht das gleiche nochmal mit der Seite, holt sich den hier durch. Und zieht auch ebenfalls fest. So, jetzt haben wir nämlich einen schönen Knoten, der zum einen hält, tak tak, und zum anderen, aufgrund dessen, weil wir hier einmal umgelegt haben, ja, können wir jetzt ziehen wie die wilde Wutz, meinetwegen auch wie die wilde Witz, aber wir haben gewährleistet, dass sich eben die vier Lagen des Seils nicht weiter zusammenziehen. Das ist eine ganz einfache Sache. Davon aber auch mal üben, und da bist jetzt du erstmal gefragt, ja, jetzt ran an die Dame, oder an den jungen Mann, ran an die Seile und dann übst du diesen Knoten, bis du den im Schlaf hinkriegst, weil den brauchen wir im nächsten Schritt, wenn wir nämlich anfangen, das Seil ein bisschen um den Körper unseres kleinen Fesselpartners herumzulegen. Bis dahin, frohes Schaffen, ja, Seilattacke und bis bald.